Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Ich werde euch heute wieder zeigen, wie ich bewerte. Heute fangen wir mal mit dem Showcase an. Ich fand es lustig, weil ich habe den Wayfarer MSE hier gesehen. Und der ist ja auch bei uns auf dem Discord-Server, soweit ich weiß. Also der heißt auch genau so auf dem Discord. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er das auch war. Interessant. Gucken wir mal, was ist denn? Gibt es hier noch eins? Ah, ja, Luftfahrtmuseum. Cool. Und dann haben wir hier noch ein drittes, Teekanne 36, auch ein sehr schöner Name. Einfach so ein paar alte Torbogen, okay. Neuruppin? Ich glaube, da habe ich doch schon mal gespielt, oder? Das ist jetzt die Frage, welches Neuruppin? Vielleicht gibt es ja mehrere. Achso, da 116816, da kann man ja die Postleitzahl sehen. Ja, ich glaube, da habe ich schon mal gespielt. Ich dachte, die wären schon eingereicht gewesen, aber ja, vielleicht hat da jetzt noch was gefehlt. Gut. Dann schauen wir uns die Statistik an. Ich habe seit der letzten Folge, die ich zu Hause aufgenommen habe, 98% gehabt. Jetzt sind es 17%, das heißt, ich habe 19% dazu verdient. Und insgesamt waren es jetzt dann 20 Bewertungen. Also das letzte Video plus das vorletzte Video, ne, waren insgesamt 20 Bewertungen. Da finde ich aber 19% ziemlich gut, aber warum bin ich immer noch auf gut? Finde ich jetzt irgendwie, naja, vielleicht muss da noch was nachrücken und dann komme ich wieder auf super, vielleicht liegt es daran. Gut, ich habe heute leider keine News vorbereitet. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Das würde ich gerne ein andermal wieder machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Jetzt aktuell ist gerade blöd. Vielleicht kann ich am Sonntag was vorbereiten. Das nächste Wayfarer-Video ist am Sonntag. Vielleicht mal kurz den Videoablauf, wie es denn mit den Videos aussieht. Also, ich werde morgen wahrscheinlich einen Event-Rückblick machen und meine Statistik zeigen, was ich in einer Woche erreicht habe. Am Freitag wird es einen Livestream vom GoFest geben, da werde ich kein Video machen, weil ich muss dafür sehr früh raus, um dort zur richtigen Zeit da zu sein. Am Samstag wird es dann die Juli-Übersicht geben, wie gewöhnlich immer am 2. des Monats gibt es immer eine Monatsübersicht. Niantic hat sie ja angekündigt und da werde ich sie nochmal zusammenfassen, plus die ganzen Feldforschungen. Bin gespannt, wie ich das hinkriege, das werde ich nämlich anders machen als sonst. Und am Sonntag wird es dann Wayfarer-Video geben und wahrscheinlich nochmal ein Livestream vom GoFest. Gut, wisst ihr Bescheid, wie es aktuell weitergeht. So, wir haben jetzt hier ein Graffiti, das definitiv eine Art Tag ist und wahrscheinlich nicht legal gesprayt worden ist. Und deswegen würde ich das hier leider ablehnen. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich überspringen soll, aber ich finde, das ist eindeutig. Das erfüllt die Kriterien nicht. Ich könnte jetzt hier vielleicht noch Graffiti eingeben. Wieder falsch geschrieben mit 2F, ne? Ja, 2F, 1T. Okay. So, mal gucken, was als nächstes kommt. Aus Essen. Farbenfrohe Fenster. Naja. Das ist jetzt nicht unbedingt das ultra krasseste. Hallo Wayfarer, dieses Treppenhaus ist eins der kleinen Highlights in einer bescheidenen Wohngegend. Vor allem bei näherer Betrachtung sieht jedes einzelne handgefertigte Fenster durch die Skulptur und Farbe einzigartig aus. Naja. Weiß nicht. Ist sogar auf dem Street View mit drin, seit 2008. Also, ich denke schon, also es wird jetzt nicht zwei Häuser weiter sowas nochmal geben. Das könnte man vielleicht schon sagen, ne? Aber reicht das aus? Aber wie, also vom Standort her stimmt es auf jeden Fall mal, ne? Also dagegen kann man definitiv nichts sagen. Man kann jetzt nicht sagen, ha, ich kann den Standort nicht bestimmen. Das ist hier definitiv nicht der Fall.
Swayspot-Foto ist vielleicht nicht ganz so gut gemacht. Weil, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt hier so ein Kreis drin ist, ja, man kann es zwar sehen, ich würde es jetzt nicht ultra schlecht bewerten. Soll das ein Waysport sein? Vielleicht. Diese Fenster besitzen jedes für sich eine einzigartige Struktur. Achso, nicht Skulptur, Struktur. Ach. Und leuchten bei Sonneneinstrahlung besonders hell. Naja, auf der anderen Seite. Also von außen sieht man das jetzt nicht so. Aber von drinnen vielleicht. Aber wir können ja nicht reingehen. Ist ja ein Wohnhaus. Titel und Beschreibung ist aber in Ordnung. Auch der Zusatztext beeinflusst meiner Meinung nach nicht den Wayfinder. Von daher ist das auch in Ordnung. Es ist noch nicht im Spiel. Es ist auch in der Nähe jetzt auch nicht wirklich viel. Standort hat man ja gesagt, der müsste richtig sein. Wir haben es ja in Street View gesehen. Historisch-kulturell weiß nicht. Optisch einzigartig auf jeden Fall. Sicherer Zugang, ja. Keine Autobahn. Wir haben Fußgängerwege. Der Standort war komplett richtig. Kein Ortsschild, kein Wandbild, kein Gemälde. Würde das als Skulptur bezeichnen. Es ist ja nichts Gemaltes. Es ist schon eine Art... Es wurde etwas hergestellt und daraus wurde quasi dann die Skulptur, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Jesuskreuz und Magdalenengrotte. Ja, das ist definitiv sehr einfach zu bewerten. Religiöse Kulturstätte. Meistens eingezäunt, damit es keiner anfasst. Genau. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Sicherer Zugang, ja. Ist irgendwo mitten im Wald. Wir können den Standort leider nicht hundertprozentig verifizieren, deswegen gibt es hier 3 Sterne. Plakette nein, Denkmal nein, Kreuz ja, Skulptur ja, man könnte aber religiöse Skulptur hätte man auch machen können. Ah, was ich vergessen habe. Ich hatte doch Einspruch eingelegt und daher wurde natürlich, wie ich vorher gesagt habe, auch angenommen. Also diese von wegen, oh mein Gott, das Foto ist nicht 100% frontal aufgenommen. Da sagt auch Niantic, das ist nicht schlimm. Also, ja, sollte man vielleicht mal annehmen. So. Ja, das ist absolut schlecht eingereicht. Kurze Pause beim Pokémon-Fangen. Grundsätzlich, Titel und Beschreibung, kein Hinweis auf die Niantic-Spiele. Das sind Waysports, die kommen in mehrere Spiele, Leute. Da hat nichts mit Pokémon drin zu sein. Also allein Titel und Beschreibung, also Textqualität, Titel und Beschreibung, Pokémon genannt. Pokémon. Oder einfach hier so. Pokémon. Der Text wird ja eh nicht angezeigt, aber derjenige sollte erstmal Titel und Beschreibung anpassen, bevor er das nochmal einreicht. Den Rest gucke ich mir gar nicht erst an. Oh, interessant. Bitte versuchen Sie Ihre Anfrage erneut, okay. Interessant. Das sind aber 2 sehr unterschiedliche Bilder und das soll jemand anders entscheiden. Das kann ich nicht entscheiden. Dafür müsste ich die Texte ja können oder so. Freiwillige Feuerwehr, Launenburg, Elbe, das Schild ist aus meiner Sicht nicht förderfähig. Oder wie könnte man es noch anders ausdrücken, weil ich finde förderfähig ist ein schlechtes Wort. Oder ich finde das Wort nicht positiv genug oder zu negativ behaftet. Keine Ahnung. Das Schild sieht erstens total alt aus. Was bei manchen Schildern okay ist, aber bei dem Schild jetzt vielleicht nicht. Und auf dem Schild ist nichts anderes drauf außer Text. Wie Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischer Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz. Jo. Das ist jetzt nichts Besonderes.
Man sieht nicht, welche Gemeinde das ist. Wenn jetzt zum Beispiel Launeburg Elbe noch draufstehen würde, noch mit Wappen oder so, dann könnte man vielleicht noch drüber reden, aber so nicht. Und an sich einfach eine freiwillige Feuerwehr einreichen würde ich jetzt auch nicht, weil mir das Risiko zu hoch wäre, dass die Community das sowieso ablehnt, weil sie lesen Feuerwehr und dann wird es sofort abgelehnt. Wegen Rettungsdienst, dass man halt Rettungswege nicht erreichen kann und so weiter. Genau. Was ist das, ein Briefkasten oder was? Ja, das ist so anscheinend der Briefkasten, ne? Ja. Nee. Also ich würde sagen, das ist kein Wayspot. So, kann mal kurz hier was nachschauen. Ja, von da aus kann man jetzt nicht wirklich was erkennen. Hier hinten ist wahrscheinlich dann die Ausfahrt, der eigentliche Rettungsweg, der nicht blockiert werden kann. Deswegen von hier vorne ist es auf jeden Fall in Ordnung, mit Sicherheit. Aber ich finde, das ist nicht einladend. Ich würde das mal nicht akzeptieren. Sonstige Ablehnkriterien und weiter. Historischer Wegweiser. Schauen wir uns den historischen Wegweiser mal genauer an. Ein bisschen größer vielleicht. Im Endeffekt, er ist historisch, er ist schon etwas älter und man hat tatsächlich draufgeschrieben, wie weit ist was entfernt. Ja, finde ich in Ordnung. Mal gucken, wo der so steht und ob wir den Ort überhaupt bestimmen können. Dient früher zur Orientierung in den ländlichen Dörfern, ja. Das Umgebungsfoto ist einfach klasse, weil wir sehen eigentlich nur 100% Boden und ein bisschen von, also wir können zwar den Wayspot sehen, aber wir sehen eigentlich nur Boden. Wie soll ich denn da bitte herausfinden, wo das jetzt sein soll? Keine Wegpunkte in einem Dorf ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, den man angeben sollte, sondern man sollte eher sagen, warum dieser Wayspot so besonders ist. Weiß nicht, Geschichte dazu. Aber ja, ist an der Stelle vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ist ja nur ein Wegweiser. Ich würde fast sagen, ja, ich kann schon erkennen, dass das hier ist. Man hätte es vielleicht trotzdem ein bisschen besser fotografieren können. In einem etwas höheren Winkel, also ein Winkel mehr Richtung Himmel, hätte ich jetzt gesagt. So, dass man halt die Straßenmarkierungen, wenn man die komplett gesehen hätte, wäre es zum Beispiel einfacher. Klar, ich kann hier diese Auffahrt sehen. Den Wegweiser sehe ich nicht. Es kann auch sein, dass die Nadel im Weg ist. Ne, man kann es allgemein nicht sehen. Okay. Was können wir noch sehen? Den Baum kann man zum Beispiel jetzt nicht sehen. Da ist sogar noch ein Verkehrsschild hier an der Stelle. Das Blöde ist, das ist eine... Ist das eine Auffahrt? Nee. Nee, ist keine Auffahrt. Auffahrt wäre ja hier hinten erst. Eingang zu einem Haus, wo wir jetzt nicht wissen, was da eigentlich drin steckt. Aber ich denke nicht, dass das einfach irgend so ein privates Wohnhaus ist. Naja, doch, könnte ja trotzdem ein privates Wohnhaus sein, aber es ist ganz schön groß, riesig groß. Riesig groß, genau. Es ist halt direkt an der Straße, an der Hauptstraße. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, es ist sicher erreichbar. Wir wollten, also wir sind in Deutschland sowieso verwöhnt, was Platz angeht. Geht mal nach Norditalien, dann wisst ihr was Platzmangel ist. Und wir haben hier Pflastersteine, das heißt, so schnell werden die da auch nicht fahren. Hätte ich gesagt. Oder hat das von der anderen Seite fotografiert, keine Ahnung. Ja, ich sag, das ist ein Wayspot.
Historisch, kulturell, optisch einzigartig, sicherer Zugang. Standort stimmt. Nein. Ja, historisches Schild. Historisches Bauwerk hätte ich jetzt noch ja gesagt und Wegweiser, ja. So, achso, wie viele Bewertungen habe ich eigentlich schon gemacht? Aber ich glaube, es waren noch keine 10. Aber ich möchte schon, dass es dann halt wenigstens 10 sind. 4 noch. Okay. Ja, sieht privat aus. Umgebungsfoto ist klasse. Grund ist wieder mal Pokestops und Arenen. Ja, das ist perfekt. Damit hast du dich selber schon ins Ausgemanövriert. Privates Wohngelände. So. Nächstes. München. Ja, alles klar. Standort ist auf Berlin und ich kriege Sachen aus München. Interessant. Irgendwie auf Englisch eingereicht. Finde ich ein bisschen schade. Warum nicht auf Deutsch? Die meisten, die hier bewerten, werden wohl der deutschen Sprache mächtig sein. Ich weiß nicht so recht, was er hier eigentlich eingereicht hat. Um was geht's hier eigentlich? Geht es um diese Schaukel? Weil der Stein ist ja ein Naturmerkmal, ne? Das kannst du ja. Das geht ja eh nicht. Tja, müssen wir wohl den Text hier noch übersetzen. Schauen wir mal nach. Neu entwickelter Ort, an dem Menschen aller Generationen zusammenkommen und leben, dauerhaft und zeitlich begrenzt. Der Garten im Freien ist öffentlich zugänglich. Welcher Garten? Und wurde nach Feng Shui-Prinzip gestaltet. Zentrales Stück dieses Ortes ist ein Granitblock. Okay. Umgehungsfoto sieht fast genauso aus wie das Wayspot-Bild. Warum nicht einfach nur die Schaukel einreichen, aber dann muss der Text ganz anders lauten. Gibt es dafür Hinweise, dass der Text hier überhaupt stimmt? Da hätte ich jetzt eigentlich gerne einen Nachweis. Aber deswegen können wir es jetzt, will ich das deswegen, ach, das ist ein Duplikat, okay. Ja gut, dann hat sich das Thema ja eh erledigt. Schön, dann muss ich mir ja nicht so viele Gedanken machen, was ich jetzt damit anstelle. Wo ist das denn? Interessant. Wollte noch mal kurz nachgucken, aber ich meine, 2, ne? Ja, noch 2. Okay, also Jeanne d'Arc, wenn ich das richtig sehe. Aber wo ist das? Wie soll ich das jetzt hier finden, bitte? Hier wäre vielleicht so ein kleiner Hinweis, so ein klitzekleiner roter Kreis, vielleicht ganz hilfreich, damit man das auch wiederfindet. Scheint auch irgendwie leicht verwackelt zu sein, ne? Man kann zum Beispiel Straßenschild nicht lesen. Tja, dann kann ich es halt auch nicht finden. Also wenn ich nicht weiß, wo es ist, dann kann ich es auch nicht annehmen. Weil Satellitenbild wird mir ja wohl kaum helfen. Was Rotes. Nee, ich sehe da nichts Rotes. 100 Pro hat derjenige das nicht so aufgenommen, wie ich mir das jetzt gerade vorstellen würde. Hat einfach nur das Bild dann auf der Straße gemacht. Ja, leider nicht gut gemacht. So können wir das nicht herausfinden. Nicht übereinstimmter Ort. Absenden. So, letztes. Symbol des Krieges, John. Ja. Das Umgebungsfoto hätte ich mir echt anders gewünscht.
und vor allem ein bisschen mehr Information dazu. Hier wurde der Krieger John verewigt für seine gute Taten als Krieger. Wo hast du diese Information her? Solche Informationen wären halt schön, wenn man einen Nachweis hätte. Ohne Nachweis könnte sich das ja irgendjemand aus den Fingern gesaugt haben. Ich könnte mir zwar schon vorstellen, dass das dort ist. Aber ich kann es mir nur vorstellen. Das heißt nicht, dass ich das, dass es nachgewiesen ist. Ja, ich hätte gerne einen Nachweis dazu. Nächstes Mal. Das wäre schön. Was könnte man, wie könnte man das ablehnen, damit man, damit derjenige weiß, was er da vielleicht tun muss? Steht hier eigentlich. Verwende diese Option für Vorschläge, deren Titel und Beschreibung nicht relevant sind. Nee, das ist es definitiv nicht. Aber das hat bei dem anderen sehr gut gepasst, definitiv. Weiß nicht, ich wünsche mir jetzt irgendwie einen Ablehnungsgrund so von wegen zu wenig Informationen. Das hatten wir aber schon häufig. Zu wenig Information oder Nachweis für die Behauptung, die er hier aufstellt. Kann ja sein, dass er recht hat, aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht. So, das waren 10 Bewertungen für heute. Ich habe euch schon gesagt, wie es in den nächsten paar Tagen weitergeht. Das Go-Fest steht an. Ich fahre Donnerstag hoch und Freitag ganz früh fahre ich dann mit dem Zug rein nach Berlin, weil wir sind weiter außerhalb, um zum einen zum Beispiel Geld zu sparen, weil die Hotels in Berlin doch schon sehr teuer sind. Aber dann am Samstag und Sonntag sind wir dann natürlich in Berlin direkt. Sonntagabend fahren wir dann wieder zurück. Gut. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ich hoffe, und ich habe sogar 1% dazu bekommen, sehe ich gerade. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Bewertung so ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu euren Bewertungen habt, ja, so habt ihr zum Beispiel Bilder oder so, dann kommt am besten auf meinen Discord-Server, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr ein Bild rein posten in die passende, in den passenden Kanal und danach fragen, was die Community so denkt. Wir geben natürlich auch Tipps für Titel und Beschreibung. Das geht auch. Ja, dann könnt ihr nämlich vorher abklären, ob denn überhaupt euer Wayspot ganz gut ist oder ob das so nichts bringt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel mein Twitter oder mein Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal, Batsch!